Nun ist der Herr Abgeordnete Dietmar Keck am Wort. Es sei verabsäumt worden, den Menschen ihre Ängste zu nehmen und das Vertrauen in die Impfung zu stärken, kritisiert Pia Philippa Strache. Dietmar Keck von der SPÖ ist jetzt am Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren auf der Regierungsbank. Ich ende mit dem der Erstredner begonnen hat. Der Herbert Kickl hat sich hergestellt und sein erster Satz war, er ist entsetzt, er ist fassungslos, er ist erschütternd und er ist erzürnt. Und auch ich, meine Damen und Herren, bin entsetzt. Entsetzt, wenn Corona-Leugner vor Kindergärten und Horten auftreten, mit ihren Megafonen reinschreien zu 4-5-jährigen Kindern, Masken runter und reinschreien, eure Eltern töten euch mit dieser Spritze. Meine Damen und Herren, da bin ich entsetzt, wenn wir so eine Situation haben hier bei uns in Österreich. Und ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos, wenn Kampagnen betrieben werden hier in Österreich, wenn die Mitglieder des Gesundheitsausschusses tausende Mails kriegen, weil das waren Kampagnen, die bewusst gemacht werden, und wenn wir in diesen Mails mit dem Tod bedroht werden, wenn in diesen Mails gesagt wird, Nürnberger Tribunal 2.0, vor den werden wir gestellt, meine Damen und Herren, dann haben wir eine Situation, die nur entstanden ist, wenn ein Herr Kickl bei seinen Demonstrationen sagt, wir sind verlotten in dieser Regierung, wir sind verlotten in diesem Parlament, dann trauen sich die alle aus. Herr Kickl, nehmen Sie sich zurück mit Ihren Aussagen. Ich sage es Ihnen nur, denn das, was Sie angerichtet haben, wird sehr, sehr schwer wieder zum Reparieren sein. Und wenn diese Menschen dann schreiben, wir hätten uns nicht erkundigt, wir haben keine Ahnung von der ganzen Situation, da muss ich sagen, es werden mir immer nur die 5 Experten genannt bei diesen Mails. Ich habe mich mit vielen Experten unterhalten. Wir haben diskutiert. Wir haben uns die Situation angeschaut. Und ich habe wirklich, und ich werde heute noch besten Wissen und Gewissen abstimmen, ich werde Ja zur Impfpflicht stimmen, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist für uns in Österreich. Und erschüttert, meine Damen und Herren, ich bin auch massiv erschüttert. Erschüttert, ich komme mit vielen Leuten zusammen, dass die Horten unter die Horten sind. Der sagt, nur 10% der Horten kommen durch und wenn du im Winter kein kurzärmliches Leiberl hast, dann bist du eh schwach. Und genau mit so einem Menschen habe ich mich massivst unterhalten, der hat die Impfung verweigert. Und er hat dann Covid gekriegt. Er ist auf der Intensivstation gelegen, 3 Wochen, dann ist er gestorben. Und ich habe den Nachruf bei seinem Begräbnis halten müssen, meine Damen und Herren. Da war links von mir der Sorg. Und vor mir ist seine Frau und seine 3 Kinder gesessen, haben geweint und haben immer nur gesagt, warum, warum. Und am liebsten hätte ich gesagt, nur weil er sich nicht spritzen lassen hat. Denn hätte er die Impfung gekriegt, dann würde er noch leben, meine Damen und Herren. Aber weil diese Fake News in den sozialen Medien um und um geistert, weil es heißt, ein Entwurmungsmittel für Pferde hilft auch und für Vitamin C hilft auch, dann setze ich voraus, dass der das glaubt hat. Dann setze ich voraus, dass der diesen Schalmein eingefallen ist. Und das ist der Grund, wieso er gestorben ist. Und es gibt auch einen zweiten Fall, meine Damen und Herren. Der ist erst vor kurzem bei mir gewesen, der gesagt hat, er hat geweint, wie er da war und gesagt hat, er weiß nicht, ob er sich seinen Job weiterhalten kann. Heute ist schon gesagt, er hat lang Covid. Er kann keine 2-3 Schritte mehr gehen, hat Angst um seinen Job, nur mit dem Zug sicher, dass er seinen Job erhalten wird, weil wir schauen werden, dass er den nicht verliert. Aber genau das sind die Auswüchse, die kommen durch diese Hasstiraden, die passieren in den unsozialen Medien, weil soziale Medien kommen nichts mehr sagen dazu. Und ich bin erzürnt, meine Damen und Herren, und sehr erzürnt bei den Ganzen. Wenn noch weiter Benzin ins Feuer gegossen wird, wenn weiterhin wieder versucht wird, eine Spaltung in dieser Bevölkerung zu betreiben. Ich kann nur sagen, werden wir den Anfängen. So etwas hat es in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts schon gegeben, meine Damen und Herren. Aber dazu möchte ich jetzt einen Entschließungsantrag der Abgeordneten Pamela Rinder-Wagner, August Böger und Sigrid Maurer, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Erhöhung der Impfquote durch positive Impfanreize einbringen. Die unterfertigten Abgeordneten stellen die hier nachfolgenden Entschließungsantrag, den Nationalrat wolle beschließen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, folgende Maßnahmen als positive Impfanreize auszuarbeiten und spätestens bis Ende Februar dem Nationalrat zur weiteren Behandlung vorzulegen. Erstens, Impfgutscheinlotterie. Die Bundesregierung soll an den ORF herantreten, untersuchen, eine Impfgutscheinlotterie mit wiederholten Lostagen möglichst in Kooperation mit anderen Medienpartnern zu organisieren. Jede in Österreich im elektronischen Impfregister eingetragene Person kann pro Teilimpfung an einer Impflotterie teilnehmen. Jede 10. Teilimpfung gewinnt, Gewinnquote 10%. Der Gewinn soll einheitlich einen Gutscheinwert von 500 Euro ablösen im Handel, in der Gastronomie und Beherbergung sowie im Kultur- und Dienstleistungs Bereich sind innerhalb der Europa im verfassungsrechtlichen Grenzen darauf hingewirkt werden, dass die Gutscheine tunlichst nur mehr bei der heimischen Wirtschaft einlösbar sind. Also bei solchen Unternehmen, die ihren Sitz in Österreich haben und in Österreich Gewinnsteuern entrichten. Besonderes Augenmerk soll darauf gelegt werden, dass die Gutscheine auch bei regionalen Klein- und Mittelunternehmen einlösbar sind. Die Auszahlung der steuer- und abgabenfreien Gewinne erfolgt mit Beginn 15. März fortlaufend. Zweitens, kommunale Impfkampagnen. 75 Millionen Euro sollen im Rahmen eines Zweckzuschussgesetzes den Gemeinden entsprechend im Schlüssel des KIK 2020 für Aufwendungen im Zusammenhang mit einer kommunalen Impfkampagne ersetzt werden im Rahmen der Umsetzung
Unterstützung ist tunlichst auf einen Maßnahmenmix hinzuwirken. Drittens, kommunale Impfprämie. Die Gemeinden erhalten im Rahmen des Zweckzuschussgesetzes eine kommunale Impfprämie entsprechend dem Schlüssel des KIK 2020 für Investitionen der Gemeinde bei Erreichen einer Durchimpfungsratenanteil der Bevölkerung über 5 Jahre mit aktivem Impfzertifikat. Der Basisbetrag in der Höhe von insgesamt 75 Millionen Euro soll beim erstmaligen Erreichen von 80%, beim erstmaligen Erreichen von 85% im Rahmen einer Zweiterschützung in Höhe des doppelten Basisbetrags beim erstmaligen Erreichen von 90% im Rahmen einer Dritterschützung in Höhe des vierfachen Basisbetrags ausgeschüttet werden. Die Laufzeit dieser Maßnahme ist mit Ende Dezember 2022 begrenzt. Die Aussagen der oben genannten Maßnahmen folgt aus den Untergliederungen 44 Finanzausgleich und 45 Bundesvermögen. Dietmar Keck von der SPÖ beantragt die Umsetzung von Impfanreizen wie die Durchführung einer Impflotterie. ÖVP, Grüne und SPÖ haben ja heute Morgen bereits ein Anreiz- und Belohnungspaket zur Steigerung der Impfquote präsentiert.